Liebe Freunde, willkommen zurück zu Nuklear Ground! Genauso sieht's aus, liebe Freunde. Ja, wie ihr gerade seht, es gab ein neues Update und ich habe mich dem noch nicht gewidmet, aber das sollte kein Problem sein. Wir schauen direkt mal, was mit dem Update dazu kam. Update Nummer 74 mittlerweile und da haben wir die Main Features sind WIP Labs Loop Boss. Als ob wir so weit kommen werden. Necromancer Rework. Da bin ich relativ interessiert, wie das aussieht. Aber als ob wir so weit kommen würden heute. Loads of Balancing und ETC. Da bin ich mal gespannt. Mittlerweile der Run geht noch 4 Stunden und 4 Minuten. Ihr seht es gerade, ich habe natürlich noch nicht alle Chars freigespielt. Und ich habe ja auch letztes Mal erwähnt, dass wir eventuell... Ich glaube, entweder wollte ich Rebel spielen oder Fisch. Aber ich habe dann irgendwie doch mehr Bock auf Fisch bekommen irgendwie. Ich habe keine Ahnung warum. Ich meine, die Rechtsgegability von ihm ist Can Roll. Und man ist während dieser Roll nicht invincible, was allerdings auch in Verbindung mit Crystal relativ nicht wirklich balanced wäre, denn Crystal ist ja, wenn er seine Rechtsklick-Ability einsetzt, ist er ja nicht, oder kann er sich nicht bewegen, außer er hat Teleport oder er hat die Ultra-Mutation. Aber generell wäre das ja nicht ganz balanced. Das Einzige, was man eben in der Rolle machen kann, ist dodgen, weil es ein bisschen mehr Movement-Speed gibt. Aber ansonsten habe ich keine Ahnung, warum Fisch überhaupt ein Charakter ist. Aber ja, trotzdem habe ich Bock auf ihn und wir werden mal schauen, ob das dem auch berechtigt ist oder so. Dankeschön, deutsche Sprache. Erstmal werden wir uns ein bisschen aufwärmen, wie wir das schon kennen. I report with my hands. Und danach geht's quasi direkt ans Eingemachte, sprich an den Daily Run. Hier haben wir die Rechtsklick-Ability, Can Roll. Do a Barrel Roll. Barrel Roll. Machine Gun direkt zu Beginn. Schon mal eine bessere Revolver quasi. Also ein automatischer Revolver, wenn man so möchte. Und ein Slugger. Natürlich lassen wir dafür den Revolver liegen. Ist ja Ehrensache. Schon ein ganz ordentlicher Start, definitiv. Ich glaube übrigens, der Vorteil an der Rolle ist allerdings, man kann dem Portal entkommen mit der Rolle. Mal kurz schauen, ob das stimmt. Ja, nee, nicht wirklich. Also es geht besser als mit anderen Chars, definitiv. Oh ja, und natürlich findet er mehr Ammo als andere Chars. Das heißt, Ammo-technisch sollte man eigentlich ganz gut beraten sein. Und deswegen beste Mutation für ihn, abgesehen von Thronebutt. Ist natürlich dann Backmuscle. Weil man eben dann noch einen höheren Cap hat für die Ammo. Aber ist ein bisschen ungenau, habe ich so das Gefühl, oder? Das wurde einfach verändert. Das kann natürlich auch gut sein. Ich meine, das ist fucking useless eigentlich, die Rolle. Aber irgendwie macht es mir trotzdem Spaß. Keine Ahnung warum. Und ich habe ihn auch schon, glaube ich, lange nicht mehr gespielt. Ich glaube, seitdem ich das Game habe, habe ich den nur ein, zweimal gespielt, Kollege Fisch. Aber irgendwie habe ich, wie gesagt, Bock gehabt heute. Und mal schauen. Vielleicht enttäuscht er mich ja auch nicht. Und ich habe ja mal ein bisschen in den Foren durchgestöbert und es gab einige Leute, die übrigens gesagt haben, ihr erster Loop-Run war tatsächlich mit Fisch. Was ich mir definitiv nicht vorstellen konnte. Weil ich bin definitiv so ein Kollege, der dann eher sagt, ey, YV, geiler Char. Und eventuell können wir uns hier eine Golden Weapon holen, die uns natürlich dann im Daily Run in den ersten paar Leveln gute Dienste erweisen könnte. Unter anderem, deswegen mache ich übrigens auch diese Aufwärmrunden vorher. Nicht nur um Brokeback Mountain zu werden, also warm, sondern natürlich auch, um eventuell den eine oder andere Golden Weapon für mich zu ergattern. Eigentlich nur die eine, weil wir können nur eine mitnehmen. Wisst schon, was ich meine. Wisst das schon. Und Dodge. I like it. I like it a lot. So, Kollege, Big Bandit müsste auch gleich irgendwo rauspreschen, da ist er auch schon. Die Faust aufs Auge kam er jetzt hier. Das ist mal ein paar Bullets ins Gesicht, glaube ich. Faust aufs Auge ist nicht so ganz das, was ich gerade hier für dich vorbereitet habe. Ah, schade, er kann sich wehren. Verdammt! Ah, krieg ich. Na, oder auch nicht. Aber ja, er findet eben in den gelben Ammo-Chests findet er mehr Gold. Mehr Ammo als jeder andere Char. Deswegen, wie gesagt, Ammo-technisch. Ah, sollte das geringste Problem sein. Und da ist, kommt übrigens die Rolle dann doch nochmal ins Tragen. Da ist er gar nicht mal so schlecht, wie ich dachte. Ach, wie, was? Lächerlich. Absolut lächerlich. Was da gerade hier passiert ist. Einmal zum Glück Second Stomach und... Popgun? Nee. Bleiben wir mal bei der Machine Gun. Aber mehr Second Stomach und natürlich Rhino Skin. Was eine ganz gute Combo ist.
Na, mal open mind. Auch wenn ich Platonium Hunger irgendwie ein bisschen vernachlässige, habe ich so das Gefühl, in letzter Zeit. Ah, da passt schon. Das passt schon. Ja, fast nochmal Schaden genommen hier. Okay. Wunderprächtig. Da! Den habe ich nochmal rechtzeitig gesehen. Da hat zum Glück ein bisschen Reaktionsprobleme anscheinend. Kommt mir bekannt vor. Passiert in CSGO jedes Mal. Also zumindest mir natürlich. Alrighty light. Grüne Locher. Nein, danke. 64 Bullets von einem Ammo Chest ist schon auf jeden Fall sehr, sehr gut. Good. Nothing to do hier. Schneiden wir unser Jetpack um. Aber wobei, mit Grenade Launcher hätte ich nochmal in die Secret Area gehen können. Für so eine nette kleine Secret Weapon, aber naja. Das ist schon mal nicht das Golden Car. Aber das ist schon mal ein Assassin weniger. Max Shells. Bullets nochmal dazu bekommen. Sehr gut. Ich würde ja ziemlich gern. Ah, da unten ist es. Okay, ich sehe das Auto und es sind zwei explodierende Kandidaten daneben. Das ist nicht wirklich die beste Ausgangssituation gerade. Moment. Wir kümmern uns erstmal hier um den Rest. Und dann um das Auto. Ich glaube nicht, dass die das in die Luft jagen. Oder ich hoffe es zumindest mal. Wrench. Okay. Klingt fast ein bisschen wie mein Augenarzt. Okay. Schnappen wir uns schon mal das Auto hier. Okay, rein da mit uns. Die Red bekommen wir auch noch, ja. Moment, ich bin kurz ruhig. Genieß den Soundtrack. Triangle my mag, you weapon, red flesh, color coded clips in an RPG hat. Baby, baby, put a bang on your red with a bat. Should be facing the fact, you can slap on a slap where the level will set. Quickly back, pow, take me back that. Mount up on the wall, keep me on a grid, I'm shooting in the ball. You're violently challenged, you're based on the pop. Things get shot, hard to stop. When I'm rolling to your roof and on the avenue's top. This ain't no game, there's never been no show. And I'm glad they got it down, the oldest lady you know. I'm in the phone, just a Ferguson. In my nuclear throne. Friends who even the new. Even is a nuclear throne. Okay, I think this is for the win. Okay, kleinen Moment. Sound muss ich ein bisschen leiser machen, weil was jetzt so kommt im Song ist nicht mehr absolut, nicht mehr so favorisiert von mir. Aber wir haben jetzt ordentlich eingesteckt, aber wir haben eine Lightning Pistol gefunden, was ziemlich krass ist, so früh im Game. Gut, das ist eine Pistol, da gibt natürlich auch Lightning Rifle und so weiter, die besser ist, aber Lightning Weapons generell, die haben es mir ja angetan, wie ihr bestimmt wisst. Die sehe ich natürlich in dem Fall natürlich nur zu gerne. Aber hier sind so viele Gegner irgendwie auf einmal, das waren glaube ich vorher weniger. Schnappen wir uns mal die ganze Red. Und ja, ich kann den Song mehr oder weniger auswendig schon, zumindest zum gewissen Teil. Das da oben ist eine Fake, oder? Ne, ich glaube nicht, das ist Open Mind. Dadurch haben wir jetzt hier zwei Ammo Chests. Golden Shotgun. Okay. Nehme ich an mich. Leider haben wir keine Medkits oder so bekommen. Übrigens, der Rap, das soll angeblich, glaube ich, YV sein. Und der zweite, der diesen Reggae-Akzent hat, ist angeblich Fisch, glaube ich. Oder Steroids. Einer von beiden, habe ich nachgelesen zumindest. Ups. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay. Die Rolle. Die Rolle, Jungs, die Rolle. Die hat es nochmal ordentlich rausgerissen jetzt hier. Natürlich, die Range ist ziemlich limitiert hier mit der Lightning Pistol. Dieser Sniper da hinten macht mir gerade echt. Bringt mir noch Kopfschmerzen! Ups. Okay, wieder rausgekommen aus Versehen aus dem Game. Alles cool. Ach, komm. Ja, bin ich aus dem Game rausgekommen, leider. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber okay. Das ist, glaube ich, ein ganz guter
ganz guter Run gewesen. Wir haben die Golden Shotgun als Starting Weapon, was ganz gut ist. Und dann schauen wir mal. Mittlerweile haben wir auch alle freigespielt, bis auf, logischerweise, bis auf Horror. Mach ich wieder auf Binding of Isaac, weil ich es gerade eben erst aufgenommen habe. Aber gut, Golden Shotgun. Die wir anscheinend nicht in Daily Runs benutzen können. Alles klar, gut. Okay, Game. Auch nochmal gut zu wissen. Wurde vielleicht erst gefixt, aber wir können keine Golden Weapons mit reinnehmen in Golden. In Golden Runs. In Daily Runs. Na gut. Das wird natürlich mitgenommen, ganz klar. Aber es ist gut zu wissen, dass man eben in Wipe oder ab Wivey's Mansion, sprich ab entweder Scrapyard oder das Level danach, als Scrapyard 1, dass man da anscheinend schon Lightning Pistols finden kann. Oder halt Scrapyard 2. Und da ist gerade übrigens auf jeden Fall eine brennende Tonne auf jeden Fall explodiert gerade. Das rieche ich 10 Meilen gegen Wind sowas. Oder ich habe es auch gehört und gespürt vor allem. Riechen war da, mit Riechen war da eher weniger. Okay, das will ich mitnehmen. Haben natürlich Schaden von der Made genommen. Leider, das geht normalerweise zu vermeiden, aber naja. Bitte noch mehr Red Scorpions. Übrigens, Daily Run, habe ich ganz vergessen. Daily Run vom 25. Mai 2015. Okay, Water Boost. Ich glaube, damit können wir unendlich lange boosten. Ja. Das ist gar nicht mal schlecht. Okay, bin ich einmal. Dachte gerade schon, dass wir jetzt irgendwie wenig Hitpoints hätten oder so. So weit kommt's noch. Assault Rifle, okay. Der Kollege könnte langsam mal chargen übrigens. Hat nämlich keinen Bock jetzt von ihm irgendwie gleich filetiert zu werden. Geht doch. Na! Okay, das war extrem blöd. Das war extrem blöd. Oh, danke schön für die Hitpoints. Ah, Big Bandit ist the best Bandit. Zumindest in der Hinsicht. Dankeschön dafür. Aber ein bisschen Galgenfrist hier. Ich bin der, der den Galgen frisst. Okay, aber hey, das ist ziemlich geil. Das gefällt mir. Hey, Jungs. Alles cool? Wow, okay. Man dotzt aber ganz schön an den Wänden ab. Das ist ein bisschen von Nachteil. Bin mal kurz weg hier. Weil die möchte ich dann doch nicht mitnehmen. Ich gehe dann lieber mal auf Assault Rifle. Wir haben 0 Laser. Ammo, aber bin sicher, die kriegen wir noch. Ja, mal Hammerhead. Ihr wisst ja, ich bin auf jeden Fall ein Fan davon. Seit den letzten paar Ausgaben. Mein Gott, Junge. Warst du noch nervös hier? Sehr gut hinbekommen. So, mal ein bisschen Energy mit. Das kann ja nie schaden. Okay, ich zumindest noch keine Rattenmutter hier irgendwie. Nicht zu verwechseln mit einem Rabenvater übrigens. Ah, okay. Na, leider wollte ich jetzt mal eigentlich Laser-Ammo haben, aber Bullets sind auch ganz okay, denn da wird es auch langsam ein bisschen knapp, so wie ich das gerade sehe. Obwohl wir Fisch sind, wohlgemerkt. Okay, keiner von den Kollegen da in der Nähe. Schöner Spread, wow! Okay. Ganz ruhig da, mein Junge. So, boosten wir nochmal ein bisschen durch hier. Thronebud ist geil mit Fisch, muss ich sagen. Thronebud ist richtig cool. Also einige Thronebuds sind ja eher von Nachteil, je nachdem, wie man sie einsetzt. Unter anderem Crystals Teleport kann von Nachteil sein, aber das hier ist geil. Boosties! Da kommen wir auf jeden Fall von einem Portal weg, oder? Ja, definitiv. Nice. Goody goody Gumdrops. Extra Feed dann. Mehr Speed. Und wir sind ja schon mit der Rolle relativ schnell, aber jetzt nochmal hier mit extra Speed. Gerne doch. Count me in. Broccoli. Okay, Assassin ist wach. Wir sollten auf jeden Fall aufpassen jetzt. Wenn wir uns da in die Richtung begeben. Aber zum Glück, die wurden ja ein bisschen genervt. Das heißt, die müssen jetzt ein bisschen näher rankommen,
Wenn sie eben hier mit, wenn sie euch angreifen wollen. Was schon mal von Vorteil ist, definitiv. Dankeschön für die Hitpoints, die habe ich definitiv gebraucht. Jetzt hätte ich da gerne hier Second Stomach. Ist aber leider nicht. So, dann haben wir hier Flamethrower. Nee! Nee, nee. Da bleibe ich lieber bei den Waffen, die ich hier momentan habe. Golden Car haben wir auch nochmal hier. Ein paar Bullets nochmal. Und natürlich den Red Canaster, den hätte ich auf jeden Fall gerne. Nochmal in die Luft jagen, damit hier auf jeden Fall nichts mehr passiert. Und irgendeiner ist noch am Leben. Fast reingecharged hier. Whoop. Alles klar. Extra Feed und Throne Butt mit Fisch ist schon geil. I recommend it. Ah, okay. Aufpassen, dass wir hier nicht mit der Explosion ja noch mitgenommen werden. Mehr von Nachteil, durchaus. Gehen wir mal die Energy. Dankeschön. Und natürlich auch die Hitpoints. Und da sind wir auch schon down. Wunderbar. Keine Ahnung, wie das jetzt passiert ist, aber... Wieder mal ein Run, ein Daily Run, der nicht wirklich perfekt war. Rang 1700, reden wir nicht drüber. Machen wir am besten... Mach ich meine Golden Shotgun nicht. Merkwürdig. Ich habe mir die doch erspielt. Oder habe ich sie fallen lassen während dem Run? Ich glaube nicht, oder? Nicht, dass ich wüsste. Oh, Moment, was? Also, ja. Yeah. Laser Pistol und natürlich die Machine Gun, ganz klar. Oh, wir haben keinen Throne Bolt mehr, das ist echt schade. Also zumindest weiß ich jetzt mittlerweile, dass Thronebud verdammt geil ist mit... Thronebud. Verdammt geil ist mit Fisch. Will ich auf jeden Fall weiterhin nehmen, egal was noch so angeboten wird. Ja, mal Plutonium Hunger. Ich hatte noch fucking Hammerhead. Wie konnte ich da jetzt gekillt werden? Ich habe nochmal die HP aufgesammelt. Ah. Das ist echt blöd. Weil wir hatten echt ein gutes Setup eigentlich. Naja, die Blödheit des Giants kam wieder dazwischen. Oder die Ungestümheit. Meistens trifft das andere das eine aufs andere. Wrench? Nein. Momentan nicht. Ah ja, weil ich ja vorher meinte, Roll ist eigentlich komplett useless. Ich nehm's zurück. Aber was Dodgen angeht, ist das schon echt die beste Mutation, finde ich. So, war das jetzt schon Ebene 3? Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Ich glaube, ja. Ja doch, müsste auf jeden Fall schon Ebene 3 sein. Schön für die Hitpoints. Und nochmal, Dankeschön. Zu gütig gerade jetzt hier, mein Gott. Jo. Ein bisschen selbst zu verantworten hier. Okay, empty. Ich dachte eigentlich, der letzte Schuss reicht nochmal. Leider nicht. Ah, gut. Zumindest hier wieder meine Freunde... Die Red Scorpions hier unterwegs, mindestens einen davon. Wieder ein Wrench. Ich hab dir schon gesagt, nein. Und nein heißt nein. Mein Gott. So, ein bisschen Energy. Wie viel brauchen wir jetzt hier? 2, 3 Schüsse ohne Scarier Face gegen Red Scorpions mit einer Laserwaffe. Ja. Strong Spirit dann, würde ich sagen, ne? Quasi ein zweites Leben, wenn man so möchte. Und wenn man übrigens wissen möchte, ob es aktiv ist oder nicht gerade, die Mutation, weil es recharge wieder, wenn wir voll auf Hitpoints sind. Wenn ihr wissen wollt, ob es aktiv ist oder nicht, das seht ihr an diesem Heiligenschein über uns. Sobald der zu sehen ist, ist es aktiv. Ich hätte gerne wieder Thronebud. Just saying. Vielleicht hilft's dir was. Vielleicht das Game ja ein Sprachchip oder so. Ich bezweifle es, aber es könnte sein. Könnte sein. Laser Rifle, definitiv. Besser als die Laser Pistol. Nehme ich natürlich an mich, gar keine Frage. Rang 1700, ey. Die ersten zwei, glaube ich, waren es. Daily Runs, die liefen ja eigentlich ganz gut. Aber jetzt irgendwie, in letzter Zeit, ist irgendwie Essig damit. Schade eigentlich. Aber ja, ich habe da keine Entscheidungsgewalt drüber. Das war auch ein extrem ekelhaftes Level im Scrap hier. Zu viel, was da an Bullets und allem entgegenkam, das war ja nicht mehr normal. Auf jeden Fall Laserbrain. Mehr Schaden mit Laserwaffen
ist gebongt bei einer Laser Rifle. Oh, diese Raben, ne? Oder Geier, Mann. Er hat schon geschossen, dreimal und schießt dann direkt nochmal und macht mir natürlich, zieht mir hier ordentlich was ab, ey. Das war nicht nötig, definitiv nicht. Direkt runter auf den Hitpoint, ey. Ich krieg die Motten hier. Und du musst es gar nicht erst versuchen, mein Lieber. Hab dich schon bemerkt, keine Sorge. Machen wir mal hier hin. Gut. Schon mal. Keine Fake Chest. Das ist geil. Gut, haben wir. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Nennt man das, glaube ich. Nur Wrenches, ne? Das ist echt. Bald auch nicht mehr lustig. Schau, ob da oben noch was ist, aber ich glaube nicht, ne? Red Container haben wir auch noch vor uns. Okay, warten wir nochmal kurz. Ah, ich mag ja diese Flame. Ups, sorry. Diese Flamethrower hier absolut nicht. Gut. Den haben wir nochmal ausgeschaltet, bevor er hier zu einer Gefahr werden könnte. Da unten war, glaube ich, der Red Container. Das ist schade, aber naja. Klar. Immer schön auf die Geier zuerst gehen. Damit ich hier gar nicht irgendwie noch blöd Schaden machen kann. Da war noch meine erste Priorität hier. Danach direkt Feuersalamander. Die sind mittlerweile beide hier auf einer Ebene. Seeker-Pistol. Benutzt auf jeden Fall Bolts. So viel weiß ich schon mal. Dankeschön. Wurde auch mal Zeit, dass hier AP kommen. Lassen wir die mal. Die wurden übrigens auch genervt in einem der letzten Patches. Also die kamen rein mit einem Patch und direkt im nächsten, glaube ich, wurden sie genervt. Aber ja, die scheinen doch ganz gut reinzuhauen. Dementsprechend wenig Standard-Demo haben wir auch damit. Immer noch kein Level Up. Na, das bärst dich, definitiv. Und direkt down. Dankeschön dafür, liebes Game. Aber ja, das war zumindest das Level mit Big Dog. Heute kommen wir ja echt überhaupt gar nicht weit, ey. Das ist ja schon fast traurig. Ich muss, glaube ich, privat ein bisschen öfter zocken, habe ich so das Gefühl. Damit ich hier auf jeden Fall mal... zumindest mal weiterkomme als bis Big Dog. Das ist ja normal sowas. Vor allem in Daily Runs. Das kommt alles noch. Vor allem, ich habe mittlerweile, glaube ich, so... ein bisschen mehr als 70 Stunden in das Game investiert, das sieht fast aus wie 7 Stunden oder so, wenn es hochkommt, oder 7 Minuten, so wie ich mich hier anstelle. Deswegen zeig mal hier ein bisschen Skill Giant. Du kannst das doch, das Game. Gut, Nachteil ist ja auch, dass ich auch reden muss währenddessen. Das kommt ja auch nochmal mit dazu. Als kleine Rechtfertigung hier meinerseits. SMG, nope. Da bleibe ich lieber bei der... Scary Face. Da bleibe ich schon lieber bei meinem Revolver. Der ist zumindest einigermaßen präzise. Oh, okay. Ich dachte eigentlich, die gehen direkt mit down, aber dem scheint nicht so zu sein. Gut, das hätten wir geschafft. Popgun, auf jeden Fall Popgun over Revolver. Auch wenn sie nicht ganz so gut ist, aber auf jeden Fall besser als ein Revolver allemal. Schön Schaden gefressen. Screwdriver. Irgendwie scheint der Golden Weapons kaputt zu sein, deswegen werde ich den mal in dem Fall rechts liegen lassen. Max Bullets, wunderbar. Bisschen Shells dazu bekommen. Wieder eine SMG. Zuerst nur Wrenches und jetzt nur SMGs oder was? Auf jeden Fall some kills to generate hit points. Rhino Skin wäre nochmal eine Möglichkeit gewesen oder auch Plutonium Hunger. Aber da ist meine Priorität dann doch schon eher bei Bloodlust. Alles klar. Gut. Bleib mal schön locker da unten. Sei kein Frosch. Oder was auch immer das darstellen soll. Ah, ja. Assassin!
Jetzt mal auf mit einer Party da unten und mal endlich. Mein Gott. Nicht mal Daumen gehen, wollte ich schon sagen hier. Mein Gott. Keine Manieren mehr heutzutage. Assault Rifle, yep. Ist ein bisschen weniger Muni-Verschleiß als die Popgun. Weil man mit der natürlich gut sprayen kann. Aber wir haben es übrigens gesehen in einem der Character Showcases, für Horror, um genau zu sein. Da haben wir ja gesehen. Ja, da haben wir ja gesehen. Ah ja, genau, dass die Popgun allerdings eine sehr gute Waffe in Verbindung mit Horror ist. Also mit seiner Rechtsklick-Ability und dann eben noch schön eine Popgun, das ist schon ordentlich Schaden. Letzter Run für heute übrigens. Wrench. Naja, zu Beginn geht's noch. Da komme ich noch mit klar, vor allem, weil wir die auf jeden Fall schön alle One-Hitten. Mit dem Wrench. Ein paar Bullets. Why not? Ah doch, der Char ist ziemlich gut. Das könnte, da könnte sogar sie noch zu einem meiner Favorite-Chars mausern, Kollege Fisch. Thronebart. Jetzt wird's wieder lustig. Yes! Direkt schon Schaden genommen dadurch. Hey, es macht Spaß. Das ist das Wichtigste. Oh, der Dodges. Oh mein Gott. Das ist super. Da, ich liebe es. Ah, zack. Screwdriver, screw you. Und da haben wir Nummer 1 und Nummer 2 und natürlich auch Nummer 3. Jawohl. Zack. Versucht nochmal, mich zu treffen. Wird, glaube ich, ein bisschen ein schweres Unterfangen für euch momentan. Woran könnte das liegen? Das ist geil. Das ist definitiv cool. Ah ja, bei so offenen Arealen kann man es gut verwenden, aber ab dem Eislevel oder so wird es ein bisschen schwer, glaube ich. Also zumindest hier wirklich dann so sich durchzurollen überall. Das könnte dann ein bisschen schwer werden. Wenn eben alles natürlich mehr Schaden macht als jetzt hier im Desert zu Beginn. Könnte nochmal hart werden, definitiv. Schön hier nochmal mit Millie übrigens Big Bandit gekillt gerade. Just saying. Hashtag. Durch hier. Ah yes, baby. Get wrecked, son. Jawohl. Sehr gut. Slugger. Oh Gott, wie viele Red Scorpions sind denn hier? So. One-Shot übrigens gegen Red Scorpions. Deswegen ist der Slugger auf jeden Fall eine gute Wahl. Ah, Gott. Okay. Sehr gut. Was haben wir hier? Laser Pistol, yup. Haben beide relativ wenig Ammo, aber wir sind ja Fisch. Wir haben generell. Naja, nee. Wir bleiben mal beim Slugger. Der ist ein bisschen besser als die Shotgun, meiner Meinung nach. Hammerhead! Wobei, Gamma Guts, sag ich schon. Second Stomach wäre vielleicht auch eine ganz gute Wahl gewesen jetzt hier. Ah, gehen wir mal auf Hammerhead. Trust in the Hammer. Sehr schön übrigens gerade hier mit Bounce gearbeitet. Dachte aber sogar, das killt ihn, aber leider nicht. Zumindest haben wir keinen Schaden genommen davon. Das ist schon mal das, was zählt. Oder dass das zählt, besser gesagt hier. Das ist das, was das zählt. Ja, das wäre quasi im Bushido-Deutsch übrigens. Das, was das da, was da zählt, Alter. Gut, so viel zu dem Thema. Das war dann doch nicht so ganz spannend heute. Wir haben noch nicht mal Big Dog gekillt, ey. Das war echt. Das war Gameplay, als hätte ich es gerade erst 7 Sekunden gespielt, das Game. Dammit! Aber zumindest habe ich jetzt rausgefunden, dass Fish doch auf jeden Fall ein sehr guter Char ist. Also, ich werde den Kollegen auf jeden Fall noch ein ums andere Mal zocken, da bin ich mir ziemlich sicher. Im nächsten Run. Nächster Run ist dann, glaube ich, sogar Rebel dran, denn, wie gesagt, ich habe ja ein bisschen gekämpft mit mir, ob Fish oder Rebel, aber ich glaube, im nächsten Daily Run, in dem ich wahrscheinlich wieder genau in Desert One Down gehen werde, werden wir das Ganze nochmal mit Rebel dann durchleben. Ansonsten hoffe ich, dass euch der Run heute trotzdem einigermaßen gefallen hat. Wie gesagt, Fish wird, glaube ich, ein bisschen öfter zu sehen sein. Vielleicht schon direkt nach Rebel, werden wir sehen. Aber ja, das war der heutige Run als Fish. Ich hoffe, der Run hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten
Daily Run, beim nächsten Daily Fail, besser gesagt, wieder, liebe Freunde.